Hallo, liebe Journalistinnen und Journalisten. Erstmal herzlich willkommen hier zu unserem virtuellen Pressbriefing zu KI-Sprachmodellen. Insbesondere interessant ist für uns da jetzt natürlich gerade ChatGPT. Mein Name ist Bastian Zimmermann, ich bin Redakteur hier beim Science Media Center und habe hier mit mir noch eine Expertin und zwei Experten. Erstmal herzlich willkommen an Sie da draußen und schön, dass Sie drei alle da sind. Vielen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich stelle Sie gleich noch im Detail vor. Ja, den KI-Chatbot ChatGPT haben wahrscheinlich alle Anwesenden hier schon zur Genüge ausprobiert. Da brauche ich jetzt keine große Einleitung mehr. Die Medien und Twitter waren ja auch voll von Berichten über das Potenzial, aber auch Fragen zu Problemen, Fehlern. Und da möchten wir heute drüber sprechen. Also so Sachen wie verlässlich sind die Aussagen von ChatGPT oder anderen Sprachmodellen? Wie sieht es mit der Skalierung solcher Sprachmodelle aus? Aber auch Probleme wie toxische Sprache oder merkwürdige Fehler könnten hier Themen sein. Das hängt aber natürlich auch von den Fragen ab, die Sie von draußen stellen. Und dazu, bevor ich mit dem Vorstellen beginne, noch kurz der Hinweis an Sie da draußen. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die bitte über das Fragemodul von Zoom, nicht über den Chat. Da sehen das manchmal nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und so sehen dann eben alle Nachrichten, dann gibt es weniger Doppelungen. Also benutzen Sie bitte das F&A-Modul und nicht den Chat. Genau, dann komme ich zu unserer Expertin und den Experten und stelle sie eben kurz mal alle vor. Erstes haben wir Professor Dr. Oliver Brock. Sie sind Professor am Robotics and Biology Laboratory und Sprecher des Clusters Science of Intelligence an der Technischen Universität Berlin. Und gerade wegen dieses Fokuses auf Science of Intelligence ist Ihre Expertise natürlich für das Thema der Sprachmodelle sehr interessant. Man erinnere sich jetzt gerade noch an die Debatte um Googles Lambda. Dann haben wir noch Thilo Hagendorf. Sie sind Postdoc am Exzellenzcluster Machine Learning New Perspectives for Science an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Sie sind von Haus aus Ethiker, beschäftigen sich da unter anderem mit KI und Technikethik, aber seit einigen Jahren auch viel mit Sprachmodellen und auch mit den technischen Aspekten. Also haben Sie eben neben dem ethischen Blick auch noch das technische Verständnis zu diesem Thema. Und zuletzt haben wir dann noch Ute Schmidt. Sie ist Leiterin der Arbeitsgruppe Kognitive Systeme an der Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Genau, Sie beschäftigen sich ja unter anderem mit erklärbarer KI und eben KI und Bildung. Und gerade die Frage nach der Nachvollziehbarkeit von ChatGPTs Aussagen und auch der Auswirkungen auf Bildung und Lehre sind natürlich ebenfalls sehr interessant. Genau, dann kommen wir zu den kurzen Eingangsstatements. Beginnen wir mal mit Ihnen, Herr Brock. Und da eben die Frage, die ich an Sie habe, wäre, inwiefern stellt ChatGPT in der KI-Forschung jetzt gerade eigentlich einen Durchbruch dar? Ja, wenn ich das jetzt knapp beantworten müsste, würde ich sagen, die ChatGPT stellt in der KI-Forschung keinen Durchbruch dar. Und zwar aus zwei Gründen, weil es weder wirklich ein Durchbruch ist, noch wirklich was mit KI zu tun hat. Also ein Durchbruch ist es nicht, weil es eine serielle und inkrementelle Verbesserung von Sprachmodellen über die letzten Jahre gegeben hat, die jetzt dazu geführt hat, dass es einfach Fähigkeiten in diesen Sprachmodellen gibt, die zu den Ergebnissen führen, die wir bei ChatGPT sehen. Also das ist kein Durchbruch in dem Sinne, sondern eher eine kontinuierliche Entwicklung. Und dann würde ich sagen, dass die Lücke zwischen Sprachmodellen und dem generellen Feld von künstlicher Intelligenz doch noch sehr breit ist. Also selbst wenn man ChatGPT fragt, was ist der Unterschied zwischen KI und maschinellem Lernen, gibt es einem die korrekte Antwort, dass maschinelles Lernen eine Gruppe von Methoden ist, die Anwendung finden in der künstlichen Intelligenz, aber auch in anderen Gebieten. Also das heißt, das sind Dinge, die sich überschneiden, aber künstliche Intelligenz ist viel breiter. Und das Ziel ist von künstlicher Intelligenz, würde ich sagen, der Versuch, das, was wir in biologischer Intelligenz verstehen, zu synthetisieren in technologischen Artefakten und dabei auch zu verstehen. Also das heißt, da gibt es für mich noch einen ziemlich großen Unterschied. Dennoch würde ich sagen, dass ChatGPT ein bedeutender Fortschritt ist und vielleicht sogar ein Durchbruch, aber auf einem anderen Gebiet. Und für mich ist das Gebiet die Schnittstelle zwischen Mensch und Internet. Also diese riesigen Datenmengen, die im Internet verfügbar sind, zugänglich zu machen auf eine intuitive und natürlich sprachliche Art und Weise, da könnte man schon durchaus davon sprechen, dass ChatGPT ein Durchbruch ist, auch weil es zum ersten Mal der Fall war, dass das mit so vielen Rechenressourcen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, was, glaube ich, dazu geführt hat, dass es so viel Aufmerksamkeit gab. Trotzdem ist es natürlich total spannend zu fragen, welche Auswirkungen können denn die Methoden, die im Kontext von diesen Sprachmodellen und spezifisch ChatGPT entwickelt wurden, auf wirkliche KI-Forschung haben? Und da bin ich
aus zwei Gründen ein bisschen zurückhaltend. Erstens glaube ich, was wir momentan sehen, ist eine starke Stichprobenverzerrung. Wir sehen nur die Dinge, die funktionieren. Alle Leute sind sehr positiv motiviert, darüber zu berichten, was alles funktioniert. Wir sehen keine Berichte über das, was nicht funktioniert. Deswegen ist es so wichtig, dass man selber mal damit spielt, um zu sehen, was nicht funktioniert. Das heißt also, ich glaube, momentan ist ein Enthusiasmus da, der die Fähigkeiten von ChatGPT überschätzt. Also das ist der erste Punkt, diese Stichprobenverzerrung. Und das zweite ist, glaube ich, mehr fundamental. Die Erfolgsgeschichte vom tiefen Lernen, wenn man sie sich betrachtet, wovon jetzt GPT und die Sprachmodelle praktisch eine Ausprägung sind, haben sich alle auf bestimmten Datentypen von bestimmter Dimensionalität abgespielt. Also das ist alles niedrigdimensional. Sprache ist ja eindimensional, Bilder sind zweidimensional. Bei Videos, die dreidimensional sind mit der Zeit, wird es schon wesentlich schwerer. Also das ist ein Problem, dass wenn wir jetzt ich bin Robotiker, wenn wir an Roboter denken, die in der echten Welt intelligent agieren sollen, dann haben wir viel höher dimensionale Probleme. Wir haben eine sich ständig verändernde Welt, wir haben Unsicherheit. Und das sind alles Schwierigkeiten, mit denen ChatGPT und auch viele tiefe Lernalgorithmen noch nicht adäquat umgehen können. Das heißt, ich glaube, dass dieser Siegeszug oder diese Erfolgsgeschichte sich fortpflanzen wird in vielen Anwendungen, die sich auf diese Art von Daten beziehen, dass aber wir nicht Angst haben müssen, dass jetzt in irgendwie 3 Jahren es wirklich eine künstliche Intelligenz im Sinne von der biologischen Intelligenz gibt, weil dazu gibt es noch wirklich kategorische Herausforderungen, für die wir noch keine Lösung haben und die aus meiner Sicht auch nicht durch tiefes Lernen oder Sprachmodelle gelöst werden können. Ja, vielen Dank. Da gibt es einige Ansatzpunkte, auf die wir vielleicht auch später noch in der Diskussion zurückkommen. Aber jetzt erstmal dann noch die Frage an Sie, Frau Schmid. Inwiefern ist denn eigentlich erklär- und nachvollziehbar, wie Modelle wie ChatGPT jetzt zu Ihren Aussagen kommen? Ja, das Forschungsgebiet erklärbare künstliche Intelligenz, Explainable AI, oft so schick mit XAI abgekürzt, das hat sich so als ein kleiner Hype in dem großen Deep Learning Hype entwickelt, ein bisschen zeitversetzt, seit etwa 2016. Und generell adressiert es das Problem, dass gerade mit den hochkomplexen neuen Netzwerkarchitekturen, wo eben auch Sprachmodelle, die auf sogenannten Transformernetzen basieren, dazugehören, dass diese natürlich aufgrund der hochkomplexen Verrechnungen nicht transparent sind. Übrigens auch nicht für diejenigen, die sie entwickeln. Ja? Also man kann abstrakt natürlich beschreiben, wie solche Netze je nach Architektur funktionieren. Man kann aber im Einzelfall nicht mehr nachvollziehen, wie kommt genau diese Ausgabe zustande. Ja? Und das ist bei einem bildbasierten System, was von mir aus Hautkrebs klassifiziert, genauso der Fall wie bei ChatGPT. Ja? Und die XAI-Forschung beschäftigt sich nun mit Methoden. Wie kann ich denn das, was innerhalb solcher hochkomplexen Netze, die aus vielen Daten trainiert wurden, passiert, nachvollziehbar machen? Tatsächlich gibt es bisher eigentlich kaum spezielle methodische Arbeiten, wie man das technisch machen kann. Die meisten Arbeiten aus dem XAI-Bereich haben sich bisher auf Erklärung für bildbasierte Klassifikationsaufgaben konzentriert. Wir können es aber natürlich, Oliver Brock hat es gesagt, wir haben auf einmal die Möglichkeit, in Dialog zu treten mit Inhalten des Internet, vermittelt eben über das Transformernetz, das Sprachmodell. Wir können natürlich probieren, nachzufragen und nachzuverfolgen, wo kommen denn bestimmte Aussagen her, ja? Und da denke ich, steckt vielleicht im Vergleich zu dem anderen bekannten Sprachmodell, was dann aus dem Hause Google kommt, Lambda, ein Problem, ein tieferes Problem bei den GPT-3-Modellen, dass es eben nicht möglich ist, nachzuvollziehen, welche Quellen wann wie in die jeweilig produzierten Aussagen eingehen. Also anekdotisch,
Ich hatte vor kurzem einen Vortrag halten können, was ist KI und kann KI Gender Biases haben für ein bestimmtes Frauennetzwerk, und habe dann eben auch vorher ChatGPT gefragt, was wären denn Maßnahmen, um mehr Frauen für ein Informatikstudium zu begeistern? Ja, und da kamen viele tolle Antworten, welche, die ich seit Jahren mache, Vorschläge, aber auch durchaus neuere. Ja, und dann dachte ich, ist ja interessant, und sagte, aus welchen Quellen stammen denn diese Vorschläge? Und dann kommt eine Antwort, die sicher jetzt alle meine Kollegen hier auch schon gehört haben oder gelesen haben, wenn sie mit ChatGPT-3 interagieren. Da kam dann die Aussage, ich bin eine künstliche Intelligenz und keine Person, deshalb habe ich keine persönlichen Erfahrungen oder Meinungen zu diesem Thema. Die Vorschläge, die ich gemacht habe, basieren auf meinem allgemeinen Wissen, das finde ich schon mal eine große Aussage, ne? Und meiner Fähigkeit, logisch und kreativ zu denken. Da ziehen sich einem dann schon ein bisschen die Augenbrauen hoch. Und jetzt kommt es, sie stammen nicht aus einer spezifischen Quelle, sondern sind eine Zusammenfassung verschiedener Ideen und Ansätze, die in der Vergangenheit bereits erfolgreich zur Förderung von Frauen in der Informatik eingesetzt wurden. Okay, gut. Was nehme ich daraus jetzt mit? Dass offensichtlich, wenn ich mich nicht korrekt auf Quellen beziehen kann, ja, und ich damit auch nicht deren Vertrauenswürdigkeit prüfen kann, ja, dass es damit erstmal für Qualitätsjournalismus keine Gefahr darstellt. Ja? Bei Journalismus kommt ja auch noch dazu, gerade wenn es um aktuelle Dinge geht, dass man vielleicht manchmal auch wohin fahren muss, ja? Und direkt mit Leuten reden muss. Ne? Also entsprechend würde ich da die Gefahr nicht so hoch sehen. So ein Gebrauchstext, mach doch mal ein nettes Gedicht zu Onkel Herberts 70. Geburtstag, schön und gut, ja, kann man sicher machen, ist jetzt nicht weiter schlimm. Jetzt komme ich aber zu meinem Hauptthema, das Thema Bildung. Ja? Da liest man jetzt ja sehr viel als Reaktion, oh mein Gott, wir können keine Essays mehr schreiben lassen, Hausarbeiten gehen nicht mehr, weil das kann ChatGPT-3 ja so gut. Auch beim Programmieren, sowohl in der universitären Lehre, in der Informatik, aber auch in Schulen, sagen Lehrkräfte und Dozentinnen und Dozenten, naja, ich kann bestimmte Assignments so nicht mehr stellen, ja, weil ruckzuck, ne, schreibe eine Taschenrechner-Simulation in Java, das liefert einem ChatGPT-3. Das kann also auch Programmiertexte erstellen. Ja. Ich denke eher, wir sollten uns fragen, was für eine Chance haben wir durch solche Systeme, durch KI. Denn KI-Forschende treten doch im Allgemeinen dafür an, dass KI unsere Kompetenzen erweitert, vielleicht sogar noch fördert, aber nicht einschränkt. Das heißt, ich muss mich, denke ich, auch im Bildungsbereich fragen, wie vielleicht vor 30 Jahren zum Thema Taschenrechner, wie kann ich denn Bildung mit KI-Systemen wie ChatGPT-3 gestalten? Ja? Und mich dann eher fragen, was sind eigentlich Kompetenzen, die ich in der heutigen Zeit brauche? Genau, also darauf würde ich mich nachher noch auf Fragen freuen. Ich glaube, meine 5 Minuten sind um und ich höre an der Stelle mal auf. Ja, perfekt, genau. Ja, wir haben auf jeden Fall noch einige Fragen, und das mit der Bildung hatte ich auch noch als explizite Frage aufgeschrieben. Okay. Aber dann machen wir die Runde nochmal komplett mit den Eingangsstatements und dann an Sie, Herr Hagendorf, die Frage: Wie sind Sprachmodelle wie ChatGPT jetzt eigentlich aus ethischer Perspektive zu beurteilen und was sind da wichtige Aspekte, die man bedenken muss? Ja, hallo zusammen. Das Gute an der Frage ist, dass eigentlich sie auch ChatGPT beantworten könnte. Aber ich mache es trotzdem. Ich gebe einen kurzen Abriss über die einzelnen Punkte. Ich gehe nicht ins Detail. Der erste wichtige ethische Aspekt ist wahrscheinlich der offensichtlichste, nämlich dieses Problem der Diskriminierung, der algorithmischen, der Reproduzierung von Stereotypen, der toxischen Sprache. Das liegt einfach daran, dass auch diese Sprachmodelle die Trainingsreize, die sie bekommen, perpetuieren oder eben reproduzieren. Dann der zweite Punkt sind Informationsrisiken. Da geht es also darum,
dass ich Sprachmodelle möglicherweise benutzen kann, um an entweder private oder sensitive oder möglicherweise auch gefährliche Informationen zu kommen. Zum Beispiel kann ich so ein Sprachmodell ja fragen, wie ich bestimmte Straftaten begehen kann, möglichst optimal, oder wie ich sie verschleiern kann oder Ähnliches. Der dritte große Punkt ist der der Wahrheit oder Unwahrheit. Also es ist nicht sichergestellt, dass diese Modelle immer nur richtige Informationen produzieren. Sie können auch unsinnige Informationen produzieren, weil sie einfach kein Konzept davon haben, was jetzt Wahrheit und Falschheit ist, sondern sie errechnen einfach nur die Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort. Und das kann eben zu solchen Effekten der Halluzination führen. Und da habe ich eben auch Forschung zu betrieben, kann ich gerne im späteren Verlauf noch mehr dazu sagen, falls es dazu Fragen gibt. Ich mache mal weiter mit dem Abriss. Der vierte große Punkt sind natürlich Missbrauchsrisiken. Das bedeutet etwa Kosten für Desinformationskampagnen, solange sie textbasiert sind, sinken natürlich massiv. Es ist auch möglich, das ist ein anderer Punkt, etwa Code generieren zu lassen, auch ohne Programmierkenntnisse, den man dann etwa für bestimmte mehr oder minder gefährliche Cyberangriffe einsetzen kann. Der fünfte Punkt ist der Mensch-Computer-Interaktion. Menschen können eigentlich fast nicht anders, als solche Sprachmodelle zu anthropomorphisieren, also zu vermenschlichen. Und diese Anthropomorphisierung kann dann eben zu einem überhöhten Vertrauen führen. Und dieses Nutzervertrauen kann man dann quasi nutzen, um auch an private Informationen zu kommen. Also wenn ich jetzt so ein Sprachmodell etwa frage, wie ich mit Krankheiten umgehen soll oder Ähnliches, passiert das. Der sechste Punkt ist auch wieder ein riesiger Punkt, nämlich die sozialen Risiken. Also das Offensichtliche sind ja Arbeitsplatzverluste oder Arbeitsplatzveränderungen in allen Branchen, die irgendwie mit Texten arbeiten. Nicht zu vergessen, wenn man über soziale Risiken spricht, ist aber auch so etwas wie Klickarbeit von Clickworkern, die dazu eingesetzt werden, um solche Sprachmodelle zu feintunen, eben vor allen Dingen, was Normverletzungen angeht oder eben auch diesen Punkt, dass sie möglichst bei der Wahrheit bleiben sollen. Auch dazu kann ich natürlich später gerne noch mehr sagen. Der siebte Punkt, letzte wichtige, ganz große Punkt sind auch ökologische Risiken, die es gibt. Denn man darf nicht vergessen, solche Sprachmodelle, je nachdem, mit welchem Strommix sie trainiert und betrieben werden, haben auch einen gewissen CO2-Footprint, der durchaus sehr hoch sein kann. Was ich noch unbedingt dazu sagen möchte, ist, dass ich es schade oder vielleicht auch schwierig finde, dass es so eine starke Fokussierung auf die negativen Seiten gibt. Über ChatGPT wird meiner Erfahrung nach recht häufig negativ berichtet, aber man sollte auch die positiven Seiten sehen. Diese Sprachmodelle ermöglichen uns in vielen Lebenslagen bessere Entscheidungen zu treffen. Sie sind durchaus auch kreativ, sie bieten uns kreative Lösungen an, sie bereichern uns mit einem unendlichen Wissen, also die Rolle des Expertentums hat sich hier auch nochmal komplett verändert, wenn ich so einen Zugang zu so einem mächtigen Sprachmodell wie GPT habe. Und dann vielleicht noch zwei Sätze ganz zum Abschluss zur Sprache. Das ist eben auch ein ethischer Aspekt. Wie sprechen wir eigentlich über solche Sprachmodelle oder über GPT? Da gibt es natürlich starke Stimmen aus der Wissenschaft, die sagen, wir dürfen es nicht vermenschlichen, wir dürfen nicht von Intelligenz oder Wissen oder Ähnlichem reden oder das irgendwie personalisieren. Ja, er sagt etwas, sie sagt etwas und es ist ein S. Ich persönlich denke, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir Begriffe, die bislang für Menschen oder Tiere sozusagen reserviert waren, dass die auch zunehmend auf Maschinen übertragen werden, um eben dieses maschinelle Verhalten auch erklären zu können. Und ja, damit mache ich an der Stelle erstmal einen Punkt. Ja, vielen Dank erstmal, Herr Hagendorf. Jetzt sind auch schon einige Fragen von draußen reingekommen. Ich stelle die erste auch mal direkt an Sie, Herr Hagendorf, weil die beiden darauffolgenden gehen an die anderen beiden. Da können die anderen auch gerne ergänzen. Welche Möglichkeiten und Ideen gibt es denn im Moment, um KI-generierte Texte zu kennzeichnen, also zum Beispiel Wasserzeichen?
Genau, ja, das ist in der Überlegung. Das geht natürlich nur mit Texten ab einer gewissen Länge hinreichend gut. Ansonsten kann ich natürlich ein KI-System trainieren, wiederum generierte Texte zu erkennen, wobei man dann irgendwie so ein Arms Race hat, so ähnlich wie sich das bei den Deepfakes ja auch schon abgespielt hat. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man eigentlich auch als Mensch mit einem guten Auge zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen generierten Text erkennen kann. Man kann es etwa dadurch sehen, dass nur Wörter benutzt werden, die eben auch statistisch sehr häufig vorkommen, dass relativ einfache Sätze gebildet werden, dass diese Sätze meistens perfekt sind, was die Grammatik, was die Typologie angeht, sodass man auch ohne technische Hilfsmittel durchaus Möglichkeiten hat, Unterschiede zu sehen. Dann an Sie, Herr Brock, die Frage. Sie hatten ja eben von dem Weg auch zur biologischen Intelligenz gesprochen. Welche kategorischen Herausforderungen gibt es Ihrer Ansicht denn noch, bevor es große Durchbrüche beim Thema Intelligenz geben kann? Also in Richtung, wie Sie sagten, biologische Intelligenz. Ja, ich denke, dass ein wirklich tiefes wissenschaftliches Verständnis von dem Konzept Intelligenz noch in so weiter Ferne ist, dass es schwer ist, über die Herausforderungen zu sprechen. Ich glaube, dass wir viele verschiedene Ansätze versuchen müssen, um uns diesem Thema zu nähern. Aber es gibt konkrete Herausforderungen. Ob die kategorisch sind, das weiß ich nicht so. Aber ich glaube, eine Herausforderung ist, dass es momentan sehr viele Disziplinen gibt, die sich mit dem Thema Intelligenz beschäftigen, zum Beispiel die Psychologie oder die Neurowissenschaft oder auch Erziehungswissenschaft. Und dass wir die Wissenskörper dieser Disziplinen integrieren müssen und Widersprüchlichkeiten aufdecken und diese Widersprüchlichkeiten auflösen durch neue Erkenntnisse. Also dass wir erstmal so einen wirklichen trans- oder interdisziplinären Ansatz verfolgen müssen, wo alle diese Disziplinen miteinander in Kontakt kommen. Dann, glaube ich, ist eine Herausforderung, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darin trainieren müssen, an diesen Grenzbereichen zwischen diesen Disziplinen zu forschen. Und wir müssen uns neue wissenschaftliche Methoden überlegen, weil es, glaube ich, ein neuartiges wissenschaftliches Problem ist, mit dem wir da konfrontiert sind. Und was ich jetzt sage, wird nicht überraschenderweise, ist genau das, was das Programm von diesem Exzellenzcluster Science of Intelligence ist. Und da haben wir natürlich ganz viele detailliertere Antworten auf diese Fragen. Aber ich möchte jetzt hier nicht zu viel Airtime in Anspruch nehmen dafür. Aber das ist genau das, womit wir uns ein Konsortium von 25, 30 Forscherinnen und Forscher, also eigentlich sind wir 150 bis 170 Forscherinnen und Forscher, beschäftigen, um uns diesem Thema zu nähern. Okay, Sie sind ja nach dem Pressbriefing auch nicht aus der Welt, also vielleicht kann da ja noch was zustande kommen. Ja. Die nächste Frage ist, glaube ich, gut für Sie, Frau Schmid. Sie beschäftigen sich ja auch mit KI in der Medizin. Wie kann der Medizinbereich durch ChatGPT profitieren? Oder kann er und wenn ja, dann wie? Und sehen Sie da auch Gefahren durch ChatGPT für den Medizinbereich? Ja, also ich glaube, da kann man einmal ein bisschen zurück in die Geschichte gucken, als IBMs System Watson, was ja erstmal, also das ist eben eher ein wissensbasiertes KI-System und eben nicht wie jetzt ChatGPT ein gelerntes Transformer-Netzwerk. Aber da hat man ja viele Hoffnungen reingesteckt, nachdem das wirklich großartig in sowas war wie der Quizshow Jeopardy. Und ich glaube, die Uniklinik in Heidelberg hat unter anderem ja Watson dann auch eingesetzt im Medizinbereich und hat es irgendwann wieder sein lassen, ne? Aus verschiedenen guten Gründen. Und ich denke, diese Gründe sind jetzt eigentlich unabhängig davon, dass Watson ein eher wissensbasiertes KI-System sind und ChatGPT ein trainiertes Sprachmodell. Ich denke, es gibt wieder Chancen und Risiken. Was ich gerade als Forschungsthema angehen will, ist tatsächlich, kann ich ChatGPT nutzen, um sowas, was technisch
Entity Recognition heißt, in Arztbriefen zu machen. Also was ja in jedem Beruf und so auch in der Medizin immer ein Riesenaufwand ist und wenig Vergnügen, ist eben Dokumentation. Ne? In Arztbriefen stecken jetzt jede Menge interessante Informationen, die aktuell tatsächlich gar nicht so leicht zugreifbar sind, weil diese Arztbriefe eben nicht in einer strukturierten Form vorliegen, digital, sodass man hingehen müsste und sagen müsste, ja, was kommt denn, also was ist die Diagnose, die da drin steht? Was von wann ist die? Handelt es sich um eine Patientin oder einen Patienten? Geht es da um Vorerkrankungen? Ist es gerade ein Facharzt? War das eine Überweisung? Sie können es sich vorstellen. Viele Fragen, wo wir Menschen wieder so ganz einfach, naja, sieht man doch, ne? Ich lese den Arztbrief, da steht doch die Diagnose, ja? Kommt uns gar nicht als schwieriges Problem vor, ist aber für ein System, was erstmal ja auf Musterverarbeitung basiert und nicht auf dieser semantischen Verarbeitung, die wir Menschen so natürlich und unkompliziert anscheinend machen, sehr nicht so einfach, wie man denkt. Ich denke, es kann ein nützliches Werkzeug sein, in so einem Beispiel, wie ich gerade gesagt habe. Es wird aber natürlich Thilo Hagendorf hatte es angesprochen, kann natürlich aber auch Probleme machen, ähnlich wie schon jetzt, wenn ich Dr. Google etwas frage, ja. Habe ich natürlich ähnliche Probleme. Und wie so häufig sagt der sehr kritische Begleiter der neuen Machine Learning Ansätze, Gary Marcus, der das Buch Rebooting AI geschrieben hat, Building AI Systems We Can Trust, der hat letztens, ich glaube, in der New York Times einen großen Beitrag gehabt, dass eben auch völlig unklar ist, wenn man jetzt, wer denn haftet, ne? Und er sagt, wir können darauf warten, wann es die ersten Todesfälle gibt. Jetzt stimme ich dem Thilo Hagendorf absolut zu, dass man auch die positiven Seiten sehen sollte, die Chancen der aktuellen Systeme. Wir sitzen hier als KI-Forscherinnen und Forscher und sind natürlich begeistert davon und glauben auch, dass man mit KI was Gutes erreichen kann. Die Frage ist eben wirklich die soziotechnische Einbettung und viele Grundsatzfragen, die ich jetzt nicht wiederholen will, die der Thilo Hagendorf gestellt hat. Also sprich, ich glaube, es hat große Chancen für die Medizin, aber man sollte etwa beispielsweise nicht sagen, ach ja, das baue ich jetzt einen Chatbot ein, der berät von mir aus Teenager mit Liebeskummer. Und um es jetzt mal drastisch zu sagen, in GPT-3, wenn man eingegeben hat, ich habe es jetzt mit ChatGPT-3 tatsächlich das nicht probiert und man gibt ein, ich fühle mich so schlecht, ich möchte mich umbringen, dann sagt GPT-3, das tut mir leid zu hören, ich kann dir dabei helfen. Und da sehen Sie auch, da sehen Sie auch diese Mustererkennungskomponente, die auf der solche Systeme basieren. Weil natürlich habe ich im Internet, wenn ich Texte angucke, jede Menge Verkaufsgespräche und auf I want kommt halt sehr häufig I can help als Antwort. Ja? Das heißt, das ist die natürlichste Fortsetzung. Ja? Mhm. Ja, wir haben hier praktischerweise alle Fragen, die mich auch interessiert haben, kommen hier sowieso im Chat. Deswegen ist das ganz nett. Die ist jetzt vielleicht für alle. Ich stelle sie mal zuerst an Sie, Herr Brock. Gerne sonst Ergänzung. Ist es OpenAI mit GPT-3 und den Nachfolgemodellen jetzt gelungen, einen großen Vorsprung gegenüber den Konkurrenten aufzubauen? Oder gibt es da auch noch andere Modelle im Hintergrund, die genauso gut oder besser sind, nur vielleicht gerade weniger sichtbar? Und wie aufwendig ist es eigentlich, konkurrierende Modelle zum Beispiel jetzt in Deutschland oder Europa aufzubauen? Ich glaube, ein konkreter Vergleich zwischen den momentan existierenden Modellen ist schwierig ohne eine systematische Evaluation. Also zu messen, wie groß der Fortschritt ist, also wo auf jeden Fall der Fortschritt ist gegenüber anderen, ist die Publicity. Ne? Das hat auf jeden Fall geklappt. Aber ich glaube, dass sich diese Modelle gegenseitig inspirieren werden und dass wir da immer wieder so ein Kopf-an-Kopf-Rennen und einer steckt mal die Nase vor und dann der andere.
die Frage, was wir in Deutschland tun können, ist tatsächlich, glaube ich, eine ganz fundamentale, die sich auf viele Bereiche der künstlichen Intelligenz erstreckt, aber insbesondere auf die, wo eben sehr viel Compute-Infrastruktur notwendig ist, wo viele massive Rechenzentren notwendig sind, um die Forschung überhaupt betreiben zu können. Ich denke, dass wir da wirklich hinterher sind. Und ja, das da, weiß ich nicht, wer da handeln muss, aber irgendjemand muss handeln, denn das scheint ja schon wichtig zu sein und wir sind auf jeden Fall hinterher. Ich weiß nicht, ob die anderen Vorschläge haben, was wir da tun könnten. Es gab ja letztens diese Machbarkeitsstudie, dass es irgendwie was 400 Millionen Euro da jetzt reingesteckt werden müssten oder so. Gibt es da irgendwelche Ideen in die Richtung? Gibt es da irgendwelche Entwicklungen oder irgendwelche vielversprechenden Unternehmen oder Forschungsprojekte in Deutschland, die das schon versuchen? Also ich glaube, dass viele Leute jetzt damit experimentieren. Wenige Leute haben die computationalen Ressourcen, um das auf demselben Niveau zu versuchen oder auch damit nur zu konkurrieren. Und was man tun kann, ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge, die man tun kann. Das fängt an mit der grundsätzlichen Infrastruktur im Sinne von, wie sind Universitäten ausgestattet, wie sind die Prozesse, Drittmittel einzuwerben, bis hin zu auch tatsächlich gezielt zu investieren und zu sagen, wir stellen an 4 Standorten in Deutschland ein riesiges Rechenzentrum zur Verfügung, das nur für so eine Art von Forschung zu benutzen ist. Zum Beispiel. Weiß ich nicht, ob das auf Gegenliebe stößt. Dann eine Frage. Achso, Frau Schmidt. Ich wollte ganz kurz nur ergänzen. Ich glaube, wir haben ja, das sollte man nicht vergessen, eine Firma, die im Bereich Machine Translation, maschinelle Übersetzung, eine Deutsche ist, die sehr erfolgreich ist, nämlich DeepL oder DeepL, ist ja eine deutsche Firma und da stecken natürlich auch ähnliche Modelle dahinter. Und ich denke, die werden da, ich habe jetzt keinen Kontakt zu der Firma, ja, aber ich würde mal vermuten, dass es sich schon lohnt, Firmen wie diese im Moment enorm zu fördern, vielleicht ähnlich wie man zu Beginn von Covid BioNTech gefördert hat. Also ich kann das sagen, weil ich mit der Firma null zu tun habe und da überhaupt niemand kenne. Ne? Es kann auch andere Firmen geben, wo das zutrifft. Aber ich glaube, da müsste man wirklich investieren, damit Europa da eben nicht das Heft aus der Hand gibt. Also China hat ja wohl auch sehr große Sprachmodelle, die noch deutlich größer sind. Das heißt, die haben da schon die Infrastruktur und Kompetenz, hört man, kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Also ich stimme Oliver Brock absolut zu. Also da muss unbedingt Geld in die Hand genommen werden für eine europäische Kompetenz. Ja. Ebenfalls eine Frage, die Sie wahrscheinlich alle eine Meinung zu haben, aber ich stelle sie mal erstmal an Sie, Herr Hagendorf. Wie problematisch bewerten Sie den Umstand, dass die jetzt breit genutzten Sprachmodelle und KI-Tools fast alle in der Hand von großen kommerziellen Organisationen sind oder Konzernen? Ja, grundsätzlich ist es so, dass KI-Technologien auf Netzwerkeffekten aufbauen und eben Zentralisierung begünstigen. Zentralisierung von Daten, große Datenberge, und dass diese Prozesse finden eben dann typischerweise auch in einem organisationalen Kontext statt, der kommerzialisiert ist, also in Unternehmen. Allerdings, also ob ich diesen Umstand jetzt per se für problematisch halte, nein. Ich sehe das auch ehrlich gesagt nicht so, dass jetzt wir neidisch sein müssen auf Sprachmodelle in anderen Ländern, in Europa oder Deutschland jetzt unbedingt auch so etwas braucht. Nichts, oder am Ende darf man nämlich auch nicht vergessen, oder was ich hinzufügen will, ist, dass viele dieser Modelle ja Open Source sind. Also sie können ja genutzt werden. Also es gibt Bloom, es gibt GLM, es gibt von Facebook OTP, das ist quasi wie GPT, nur Open Source und eben ohne, dass man dafür zahlen muss, nutzbar. Also das GPT 3.5, was man nutzt, abseits von ChatGPT, kostet ja Geld, es zu nutzen. Diese Open-Source-Modelle können benutzt werden in nicht kommerziellen Kontexten sowie in kommerziellen, so wie man das eben möchte. Also es ist nicht so, dass sich jetzt alles hinter den hohen Mauern von Firmen befinden würde oder dort irgendwie festgehalten wird. Herr Brock,
Ja, nur ganz kurz. Also die Modelle sind natürlich frei zugänglich und manchmal werden sogar die gelernten Modelle zur Verfügung gestellt. Aber das Wichtige ist, dass das Trainieren, das Erweitern, das Fortentwickeln, obwohl man die Modelle hat, nicht möglich ist, weil man sie nicht trainieren kann. Und das ist schon ein Monopol, das mit Kapital zusammenhängt. Und sehen Sie das als problematisch an? Das ist schwer vorherzusagen. Ich denke, dass es ein natürlicher Zyklus ist, dass Dinge aus der Forschung in die Industrie gehen. Das ist ja auch das Ziel der Forschung, wo dann bestimmte Aspekte von den erforschten Dingen besser weiterentwickelt werden können. Und die Frage ist, sind Teile vom maschinellen Lernen jetzt an dem Punkt, wo das der Fall ist? Und die akademische Schule des maschinellen Lernens sollte sich auf andere Aspekte von diesem breiten Feld fokussieren, aber nicht mehr auf die Weiterentwicklung von diesen riesigen Modellen. Als Frage. Vielleicht kann ich das noch ganz kurz ergänzen. Ich sehe das auch als Problem, wenn es so eine Zentralisierung bei Sprachmodellen gibt. Denn man darf nicht vergessen, diese Sprachmodelle kann man auch normative Fragen fragen. Also nicht nur deskriptive, sondern ist Y schlecht oder gut? Und diesen normativen Standpunkt, das repräsentiert ja letztendlich eine Art Maschinenmoral. Und wenn es eine Maschinenmoral gibt, auf die alle zugreifen, die von einer Firma sozusagen determiniert wird, dann sehe ich das als sehr problematisch. Und deshalb glaube ich auch, dass eine Diversität an Sprachmodellen, die öffentlich verfügbar und in Benutzung sind, sehr wichtig ist. Gut, ich glaube, wir machen mal weiter mit den weiteren Fragen. Eine, die ich an Sie stelle, Frau Schmid, wie kann denn die Wissenschaft und Forschende von Sprachmodellen wie ChatGPT profitieren? Was müsste sich dafür ändern? Das ist jetzt eine sehr große Frage. Also erstmal, was müsste sich dafür ändern? Ich kann im Moment mit der Frage nicht viel anfangen. Ich würde mal ausweichend antworten und hoffen, dass vielleicht meine Kollegen dazu eine Frage haben. Also ich persönlich sehe ganz große Chancen in verschiedensten Bereichen innerhalb der KI und außerhalb, um solche Modelle einzusetzen und natürlich auch große Fragen, wie man solche Modelle kombinieren kann mit anderen Technologien, zum Beispiel auch datensparsamen Technologien. Beispiel, aktuell arbeiten wir in einem Verbundprojekt, was das BMBF finanziert, zum Thema KI in der Hochschullehre, zu Themen, wie kann ich eben KI-Tools in der Hochschullehre einsetzen, ja. Und da kann ich etwa solche Sprachmodelle nutzen, die eben, wie gesagt, sehr, sehr gut darin sind, Code, Programmcode zu produzieren, aber auch zu erklären. Also ich habe sehr viel mit GPT-3 gespielt, mit so Aufgaben wie schreibe ein Programm das, ein Programm eingegeben, erkläre mir, was dieses Programm tut. Gib mir gute Testfälle für um dieses folgende Programm zu testen und so weiter. Das funktioniert wirklich sehr gut und besser, als wenn ich mit natürlicher Sprache so Richtung Common Sense Reasoning gehe, wo es schnell zu halluzinieren anfängt, das Netz. Und da würden wir das im Kontext von sogenannten intelligenten Tutorsystemen weiterentwickeln. Und dort eben diese Fähigkeiten von ChatGPT-3 nutzen, um etwa ganz gezielt bei der Vermittlung von Programmierkompetenzen individuell Feedback zu geben und Aufgaben zu generieren. Das ist jetzt sozusagen ein Mini-Bereich. Da hoffe ich sehr, dass meine Kollegen ergänzen, weil die Frage ja eigentlich sehr breit gestellt war und ich sie jetzt sehr eng an einem Beispiel beantwortet habe. Ja, Herr Hagendorf. Ich glaube, ein Aspekt, den man häufig nicht sieht, ist folgender, nämlich dass große Teile der Geisteswissenschaften, aus denen ich mal ursprünglich komme, sich dadurch reproduzieren, dass aus Texten Texte geschrieben werden. Dissertationen, Hausarbeiten, aber auch die Forschung kommt teilweise vollkommen ohne Empirie aus. Man studiert Bücher und setzt aus diesen Büchern Texte zusammen zu neuen Texten, die man selbst schreibt. Und dieser Prozess ist nicht, also mit gewissen Ausnahmen nicht mehr nötig. Dieser Prozess kann komplett durch Sprachmodelle übernommen werden. Das heißt, ich glaube, der Impact auf diese nicht empirisch arbeitenden Fächer
ist massiv. Denn das sind ja auch keine innovativen Fächer in dem Sinne, dass dort viele sozusagen neue Konzepte entwickelt werden, sondern hauptsächlich geht es ja um Exegese vergangener Texte, die schon Trainingsmaterial dieser großen Sprachmodelle sind. Das heißt, ich glaube, hier wird ein extremer Impact sein. Die Wissenschaft, die empirisch arbeitet, ist davor relativ gut gefeit. Da kommt auch eine gute Follow-up-Frage zu. Wie sieht es denn eigentlich mit Regeln aus zum Thema ChatGPT als Studienmitautorin? Es ist ja schon offenbar ein paar Mal in Journals angenommen worden, sagt die Person, die die Frage gestellt hat. Also Science und Nature haben da zuletzt jetzt Editorials rausgegeben, wie sie damit umgehen wollen. Ich weiß nicht, haben Sie da auch was mitbekommen? Ist es vielleicht auch gerade im KI-Bereich interessant? Gibt es da irgendwelche Richtlinien? Herr Brock, wissen Sie da was? Ich weiß da nichts darüber. Und ich würde dem Herrn Hagendorf ein bisschen widersprechen. Das, natürlich ist die Kombinatorik der existierenden Texte enorm. Und die Leistung, die der Mensch, glaube ich, da erbringt, ist, aus diesen verschiedenen Kombinatoriken eine rauszusuchen, die tatsächlich interessant ist. Und da würde ich gerne sehen, dass die Treffsicherheit von ChatGPT wirklich konsistent bleibt. Also das glaube ich, ist noch zu beobachten, was da passiert. Ja, will ich nicht weiter darauf eingehen. Führt vielleicht zu weit zu der Autorenschaft. Ja, natürlich ist die Idee, dass man erstmal in die Autorenrindenliste reinschreibt, dass da ein Sprachmodell mit beteiligt war. Das wirkt dann so ein bisschen komisch und manche denken auch, dass man es einfach verbieten sollte oder so. Ich denke, es macht keinen Sinn, dort ein Sprachmodell mit aufzulisten, weil früher oder später werden das alle benutzen. Man muss sich einfach vorstellen, wir sind in einer zeitlichen Transformation, wo die Aufgabe des Schreibens auf ein leeres Blatt ersetzt wird durch die Aufgabe des Editierens von synthetischem Text. Also wir werden einfach mehr zu Editoren und Editorinnen. Und dass dann an Texten ein Sprachmodell mitgeschrieben hat, das wird in 10 Jahren so selbstverständlich sein, dass unter jedem wissenschaftlichen Paper dann dranstehen müsste, dass das Sprachmodell XY hier mitgewirkt hat. Und dadurch ist die Information irgendwann so redundant, dass man sie auch nicht mehr braucht. Mhm. Frau Schmid? Vielleicht als Blick in die Vergangenheit, als vor vielen Jahren Großprojekte gefördert wurden zur maschinellen Übersetzung von EU-Verträgen in alle EU-Sprachen, wurde das am Ende dann erstmal ein bisschen auf Eis gelegt, weil für dolmetschende Menschen das Editieren von teilweise gut, teilweise schlecht übersetzten Texten natürlich viel mehr Aufwand bedeutet, als es gleich selber zu machen. Es gibt ja auch jetzt sehr schön diskursiert im Internet so ein Cartoon, Debuggen von Programmen vor GPT-3 und jetzt mit GPT-3, und die Debugging-Zeit wird dann einfach um Vielfaches größer, ja. Das heißt, da gibt es natürlich wieder spannende Fragen für weitere Forschung, inwiefern man möglicherweise doch Unsicherheit mit berücksichtigen könnte als einen Hinweis, so wie guck dir mal diese Stellen an, Mensch, und da bin ich mir unsicherer, dass man da noch mal ein bisschen Unterstützung gibt, ohne dass ich glaube, dass das vollständig lösbar wäre. Gut. Wir nähern uns auch schon dem Ende der Zeit und haben noch sehr viele Fragen offen. Ich sehe jetzt schon, dass wir nicht durch alle kommen werden. Ich habe noch eine an Sie, Herr Brock, zu der Skalierbarkeit. Also ob die Sprachmodelle proportional zu ihrer Größe, man spricht da ja immer von den Parametern, besser werden, oder muss man immer mehr Rechenkraft für den gleichen Fortschritt aufwenden? Also natürlich prinzipiell ist es so, dass je mehr Parameter man braucht, desto mehr Daten braucht man. Und desto mehr Rechenzeit braucht man auch. Allerdings ist es so, dass die Trainingsprozesse von diesen Sprachmodellen jetzt viel komplizierter sind und Zwischenschritte involvieren, wo Menschen, das hatte der Hagendorf vorhin schon erwähnt, wo Menschen nochmal irgendwie klicken und versuchen, dieses Lernen in die richtige Richtung zu lenken. Das heißt, dann werden ganz andere Kosten relevant, nämlich wie viele Leute kann ich einstellen, die da mein Modell in die richtige Richtung klicken. Also ich glaube, so eine direkte Korrelation zwischen der Anzahl der Parameter und den Kosten gibt es vielleicht nicht, aber als Approximation ist das sicherlich irgendwie passend.
Und ist immer weiteres Skalieren die Lösung oder müssen auch Kombinationen von Ansätzen in Zukunft verwendet werden oder andere Ansätze? Das wird die Zukunft zeigen. Bisher war es meiner Meinung nach so, dass alle Technologien erstmal sehr stark gestiegen sind und dann irgendwie abgeflacht sind, die Kurve der Verbesserung. Und ich glaube, dass das auch hier der Fall sein wird. Ich sehe kein Argument, das da dem widersprechen würde. Aber der Hagendorf widerspricht. Frau Schmid, okay. Ja, fangen Sie an, Herr Hagendorf, und dann Frau Schmid. Genau, also das ist ein häufiges Argument, dass man sagt, ja, man kann diese Modelle jetzt immer größer skalieren, aber letztendlich die Schwächen bleiben die gleichen. Vielleicht, was man hinzufügen kann, ist, dass auch das reine Skalieren bei gleichbleibender Methode emergente Effekte zeitigen kann. Die beobachten wir überall in der Natur, die beobachten wir an Menschen selbst, also Bewusstsein zum Beispiel aus einer chemischen Struktur ist ein emergentes Phänomen und genauso haben wir solche emergenten Fähigkeiten bei Sprachmodellen. Eine dieser emergenten Fähigkeiten ist etwa, dass sie rudimentär Mathematik können. Eine andere ist, dass Sprachmodelle klassifizieren können oder auch, dass Sprachmodelle wie GPT eben Few-Shot oder sogar Zero-Shot-Learning fähig sind. Das sind Fähigkeiten, die hat man nicht bewusst ingeniert, also wie sagt man im Deutschen, also dort reingebaut, sondern die sind emergiert, einfach nur durch Skalierung. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr interessant ist, was bei KI-Modellen, was man im Kopf behalten sollte. Mhm. Herr Brock, Sie müssen ja pünktlich weg, deswegen würde ich Ihnen jetzt die Abschlussfrage schon mal stellen. Da wir so viele andere Fragen haben, würde ich, wenn Herr Hagendorf, Frau Schmid, Sie noch irgendwie 5 Minuten mehr Zeit haben, vielleicht gleich noch 1, 2 Fragen stellen. Wir gucken mal. Also erstmal nochmal schnell an Sie, Herr Brock, die Abschlussfrage, bevor Sie los müssen. Inwiefern sind denn jetzt die neuen Sprachmodelle wie ChatGPT? Also ist das jetzt die große Sache oder ist das momentan das Thema ein bisschen overhyped? Also würden Sie sagen, das ist jetzt nach dem, was wir besprochen haben, ein Riesendurchbruch und das wird viel verändern oder sind die Veränderungen eher begrenzt? Es ist beides, ne? Also es ist natürlich ein Hype. In dem Sinne, dass ich glaube, der Grad der Aufregung ist durch die Sache nicht gerechtfertigt. Aber gleichzeitig passieren ganz viele Nebeneffekte durch diesen Hype, nämlich dass sehr viel mehr Geld investiert wird, dass sehr viel mehr Aufmerksamkeit darauf kommt, dass wahrscheinlich viele junge Forscherinnen und Forscher sagen, an sowas möchte ich jetzt forschen. Also das heißt, dass da schon auch tatsächlich auf breiter Fläche irgendwas passiert. Das kann man alles voneinander nicht unbedingt ablösen. Es wird wirklich abzuwarten sein, was da passiert. Wenn wir uns in die Geschichte der künstlichen Intelligenz angucken, dann gab es immer wieder diese KI-Winter. Nach einer großen Aufregung war man dann enttäuscht, weil es nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass es nochmal einen KI-Winter dieser Dimension aus der Vergangenheit geben wird. Aber ich glaube schon, dass es Wellen von abflachenden und aufsteigenden Hype geben wird. Insofern, glaube ich, sind wir schon in einer Trajektorie, in eine neue Ära, in der künstliche Intelligenz immer schneller, immer mehr, und wenn ich jetzt künstliche Intelligenz sage, dann meine ich tatsächlich maschinelles Lernen, immer schneller und immer mehr Bereiche unseres Alltags auch berühren wird und dort Relevanz zeigen wird. Ich glaube, dass es wesentlich länger dauern wird, bis diese Entwicklung sich auf die biologische Art von Intelligenz auswirken wird. Da wird es sicherlich eine Auswirkung geben, aber ich glaube, dass da noch viel größere, fundamentalere Probleme auf uns warten, von denen wir noch nicht wissen, was da die Lösung sein könnte. Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht gerne noch versuchen, 2 Fragen durchzukriegen, bevor ich bei Ihnen beiden anderen auch zu den Abschlussstatements komme. Tut mir jetzt schon leid, dass wir nicht alle Fragen beantworten können werden. Vielleicht an Sie, Frau Schmid, weil Sie sich auch mit KI und Bildung beschäftigen. Welche konkreten neuen Anforderungen ergeben sich denn jetzt durch ChatGPT für Studierende und Dozierende an den Hochschulen? Ja, also eigentlich müssen wir uns in Schulen wie Hochschulen, glaube ich, schon länger, nämlich auch seit sehr guten Möglichkeiten, einfach Information Retrieval aus dem Internet zu betreiben, bei Wikipedia nachzugucken, was ja an der Qualität über die seit Beginn wahnsinnig gewachsen ist, müssen wir uns eigentlich schon lange fragen, wie wollen wir eigentlich Kompetenzen abprüfen in Zukunft? Was sind Kompetenzen, die wir brauchen und wie will ich sie prüfen? Ja? Und ich glaube, dass es höchste Zeit ist, ja, dass wir eben nicht mehr fragen, lern doch bitte auswendig
folgende Geschichtsdaten oder ans anderes Faktenwissen, weil da natürlich Schülerinnen und Schüler, Studierende schon lange sagen, na, das kann ich ja googeln, also in der Suchmaschine, Ecosian oder was auch immer. Ja? Das kriege ich raus. Vielen Dank. Tschüss. Vielfach ist eben Schule und zum Teil aber auch Uni ausgelegt auf effizientes Abfragen von Wissen, etwa über Multiple Choice, über Lückentexte, über Abfragen von auswendig Gelernten. Und es geht, glaube ich, Herr Hagendorf, bis in die Geisteswissenschaften rein. Ja? Und ich finde es gerade in MINT-Fächern, Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, extrem problematisch, dass zumindest so wie ich es aus deutschen Schulen kenne, an der Universität ist das dann zum Glück anders, aber in deutschen Schulen, auch in einem Fach wie Physik oder Mathe, relativ viel auf stupides Rechnen geguckt wird und nicht auf Verstehen, Herleiten und formalisieren lernen, ja, Umgang mit Mathematik. Und ich glaube, spätestens jetzt, wenn alle sagen, oh mein Gott, ich kann keine Essays mehr aufgeben, ich kann kein Programming Assignment mehr machen, sind wir so weit, dass wir sagen müssen, ja, wie prüfe ich dann Kompetenzen überhaupt noch ab? Und natürlich ist es so, die Art, wie ich Kompetenzen abprüfe, bedingt, wie wir lernen. Wenn ich Multiple-Choice-Tests als Klausur habe, dann werden unsere Studierenden auch auf diese Art von Fähigkeit Recognition lernen. Ja, und das ist in vielen Bereichen natürlich nicht sinnvoll. Wenn wir jetzt wieder zum guten alten Prüfungsgespräch gehen, zum Vorlegen von Programmen, die mit einem Übungsleiter, einer Übungsleiterin besprochen werden, ja, macht es, denke ich, sehr viel Sinn, was Qualität von Bildung angeht. Das wäre aber halt auch enorm personalintensiv. Man kann sich jetzt natürlich wieder neuen KI-Support überlegen, wie man diese Art der Kompetenzprüfung mit KI unterstützen kann. Es wird sich viel verändern, fasse ich zusammen, und es muss sich endlich verändern. Und es ist eine Riesenchance zu überdenken, was meinen wir mit Bildung, vielleicht auch, was meinen wir in Europa mit Bildung, was meinen wir mit Bildung im Zeitalter von KI-Ansätzen? Ja. Ja, vielen Dank. Das ist ja auch noch ein interessantes Thema, Bildung in Zeiten von KI. Dann hätten wir jetzt noch eine ethische Frage an Sie, Herr Hagendorf. Und zwar, dass für umfassendes Weltwissen muss KI wie ChatGPT ja auch mit Trainingsdaten gespeist werden, die dann zum Teil auch Dinge wie schlimmste Gewalt, Mord, Missbrauch etc. umfassen. Und die Aufgabe des Klassifizierens wird teilweise an Unterfirmen in ärmeren Ländern delegiert. Wie ist das ethisch zu bewerten? Und vielleicht, wie lassen sich auch künftig KI-Modelle so trainieren, ohne dass Menschen Traumata erleben müssen? Ja. Also außerhalb von Sprachmodellen ist der Ansatz häufig der gewesen, dass man versucht hat, sozusagen die Trainingsdaten zu reinigen von Inhalten, die man eben nicht wollte. Bei Sprachmodellen ist das aufgrund der riesigen Menge an Texten einfach nicht mehr möglich. Es lässt sich nicht vermeiden, dass man mit Texten trainiert, die Rassismen, Sexismen etc. beinhalten. Deshalb gibt es einen neuen Ansatz, unter anderem sogenanntes Reinforcement Learning from Human Feedback. Das bedeutet, und genau das hat OpenAI gemacht, dass Outputs eines Sprachmodells durch Menschen bewertet werden und die Art, wie Menschen diese Outputs bewerten, vor allen Dingen in normativen Hinsichten, also wird dort diskriminiert oder nicht, also diese Art des Bewertens dieser Textschnipsel wird wieder als Trainingsreiz benutzt für ein anderes neuronales Netz, ein sogenanntes Reward Model. Und dieses Reward Model interagiert, nachdem es dann trainiert ist, mit dem eigentlichen Sprachmodell. Das heißt, wir haben hier verschiedene KI-Systeme, die miteinander interagieren und sich sozusagen gegenseitig beibringen, weniger ja, von diesen verletzenden, normverletzenden, diskriminierenden Inhalten zu produzieren. Die lassen sich am Ende des Tages aber natürlich trotzdem nicht oder vielleicht sogar nie zu 100% vermeiden. Und da tritt dann ein altes Phänomen in Kraft, was wir auch aus den sozialen Netzwerken schon kennen, eben Content Moderation oder eben Menschen, die in Billiglohnländern als sogenannte Klickarbeiter
dann angeheuert werden, um all diese Texte, die dann gewaltverherrlichend oder ähnlich sind, zu bewerten. Und diese Bewertung muss dann eben wieder zurückgespielt werden an das KI-System. Und letztendlich, das ist natürlich ein extrem schwieriger Prozess, der auch mit einem großen psychologischen Preis für die betroffenen Menschen einhergeht. Aber nichtsdestotrotz schafft man es, auf diese Art Sprachmodelle zu entwickeln, die man dann wirklich so einfach auch an die Öffentlichkeit geben kann, wie OpenAI das jetzt gemacht hat. Ja, vielen Dank. Dann würde ich bei Ihnen jetzt auch zur Abschlussfrage kommen. Dann fangen wir doch mal mit Ihnen an, Frau Schmid. Genau, die gleiche Frage, die auch Herr Borg bekommen hat. Inwiefern sind Sprachmodelle wie ChatGPT jetzt ein großer Durchbruch oder eine große Veränderung oder ist das Thema ein bisschen overhyped? Also ich würde sagen, es ist eine Evolution und keine Revolution. Es war natürlich schon, denke ich, ein extrem guter Schachzug von OpenAI, diese Veröffentlichung zu machen und ChatGPT-3 so zur Verfügung zu stellen. Weil das natürlich, das wurde schon gesagt, sehr viel Aufmerksamkeit produziert und vielleicht sogar nochmal einen Hype ausgelöst hat, wie es 2014/15 als Google Brain erstmals bei End-to-End-Learning ein Bild einer Katze erkannt hat, direkt aus einem Image ohne Vorverarbeitung, was ja auch ein Riesendurchbruch war. Ne? Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr spannend ist, nicht ganz neu. Ich glaube aber, es war selten so viel Bewegung in KI-Forschung wie heute. Und Oliver Brock hatte es schon gesagt, man muss interdisziplinär drauf gucken. Das fand ein Teil der KI-Forschenden schon immer. Es gab eine Zeit, wo KI sehr narrow war, sich sehr ausdifferenziert hat, sicher zu Recht, wo ein Teil von KI-Forschenden Richtung eben, so wie mein Bereich heißt, kognitive Systeme entwickelt hat. Und da gibt es dann auch entsprechende Journals und Konferenzen und in Cognitive Science finden sie sich auch wieder. Und ich glaube, dass diese interdisziplinäre Betrachtung von KI nochmal einen ganz neuen Aufschwung jetzt erlebt und nochmal viele wichtige Erkenntnisse bringt. Und was mich persönlich, was ich persönlich sehr spannend finde, ist, dass wir aktuell schon ein ganz neues, großes Interesse an den klassischen wissensbasierten Methoden und Technologien erkennen, unter dem etwas sexier klingenden Begriff Neurosymbolic AI, neurosymbolische KI, weil doch erkannt wird, dass man eigentlich beides braucht. Das, was Menschen schon wissen, lernen sie ja auch nicht dauernd immer wieder. Ne? Also auf den Schultern von Riesen heißt ja, wir entwickeln uns weiter an unseren Kompetenzen. Je mehr ich an Wissen schon nutzen kann, desto weiter kann ich kommen. Und das sollte sich, also das wird eben zunehmend auch erkannt im Bereich der Machine Learning Forschung, dass man auf Tagungen wie der NeurIPS jetzt halt auf einmal auch Leute aus der Symbolic AI als Keynote Speakers einlädt. Ne? Das wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Und das finde ich ziemlich cool. Ja, interessant. Ja. Dann die gleiche Frage nochmal an Sie, Herr Hagendorf. Also großer Durchbruch, große Veränderung oder eher overhyped? Also in einer gewissen Hinsicht ist es gar keine große Veränderung. Es gibt seit langem eine Vielzahl an Sprachmodellen, die man auch benutzen kann für Forschung etc. Auch Sprachmodelle, die eben mit diesem Human Feedback trainiert worden sind, also zum Beispiel GPT-3.5. Allerdings ist das, was jetzt neu ist und was letztendlich passiert ist, ist, dass eine Firma es sozusagen gewagt hat, so ein Sprachmodell an eine einfache Benutzerschnittstelle anzuschließen. Das ist vorher noch nicht passiert. Es gab Playgrounds, wo man diese Modelle ausprobieren konnte, aber meistens musste man eben programmieren können und unter Umständen sogar sehr große Rechner- oder Speicherkapazitäten haben, um sie zu nutzen. Und jetzt gibt es plötzlich für alle zugänglich eine simple Benutzerschnittstelle. Und diese Benutzerschnittstelle ist es eigentlich, was diesen wahnsinnigen Hype ausgelöst hat. Und andere Firmen werden nachziehen. Auch sie werden dann ihre Sprachmodelle der breiten Öffentlichkeit und Laien, Amateuren quasi zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das kreative Potenzial, was da freigesetzt wird, den gesellschaftlichen Impact, den das haben wird,
da machen wir uns überhaupt kein Bild davon. Ich halte das für massiv, was dort passiert, wenngleich meine Fantasie, glaube ich, noch nicht zulässt, alles zu sehen, was da in den nächsten 10, 15, 20 Jahren passieren wird. Ich gebe nur eine Sache zu bedenken. Wir stehen ja auf, oder man überlege sich nur mal, was passiert, wenn wir jetzt KI-Systeme wie diese mächtigen Sprachmodelle mit anderen KI-Systemen kombinieren. Also wenn wir so ein Sprachmodell in einen Roboter einbauen oder wenn wir sie mit Bildgenerierungs-AIs kombinieren oder Ähnliches. Also da wird sich so viel verändern, nicht nur was Medien auch anbelangt, sondern auch was das menschliche Zusammenleben, was die Wirtschaft angeht, dass dort einiges auf uns zukommt. Ja. Da mache ich noch einen Punkt. Ja, vielen Dank. Genau, dann ist die Zeit jetzt auch vorbei. Vielen Dank erstmal an Sie. Vielen Dank an die Journalistinnen und Journalisten. Wir sind jetzt, wie gesagt, nicht durch alle Fragen gekommen. Herr Brock hat es eben schon suggeriert. Ich hoffe, für Sie ist es auch okay, wenn vielleicht noch eine Frage offen ist, dass sich wer vielleicht noch mal per Mail oder so an Sie wendet. Da sind ja jetzt, glaube ich, es gibt noch einiges zu diskutieren bei dem Thema und gerade wenn da in Zukunft noch was passiert. Genau, dann werden wir heute so schnell wie möglich die Aufzeichnung auf unserer Homepage online stellen. Voraussichtlich Montagmittag werden wir dann da auch das Transkript online stellen. Wenn Sie eine Audioaufzeichnung oder eine Videodatei auch in Sprecheransicht brauchen oder heute schon ein maschinell erstelltes und noch nicht redigiertes Transkript, schreiben Sie gerne an redaktion@sciencemediacenter.de, dann schicken wir Ihnen das zu. Genau, und dann sind wir erstmal durch. Vielen Dank Ihnen erstmal noch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wiedersehen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss. Ja, danke, dass Sie dabei waren. Tschüss.